Ja, dein Hintern sieht voll sexy aus. Er sagt nur das, was wir alle denken. Wie weit wird's denn hier gehen? Wer kommt heute wieder runter? Bei dir schlafen würde jeder mitgehen. Meinst du jeder? Ja, klar. Alles meins, komm zu Mami. Make Love, Fake Love, Folge 3. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben sollte, am besten einfach mit ganz viel Drama, viel Eskalation, den ersten Männerdramen und dem ersten Kurs. Das Mikrofon hat auch keinen Bock auf mich. Ich finde, man merkt langsam, dass sich alles ein bisschen zuspitzt. Also es wird langsam ernster und die Boys nehmen es auch ein bisschen ernster, habe ich das Gefühl. Die Stimmung ist angespannt, das geht langsam um die Wurst, nicht... Egal. Ich sag keine Gay-Dating-Show. Und das merkt man aber. Ich finde, Folge 3 war bisher die beste. Und ich habe noch einen coolen Call für euch, Leute. Wenn ihr Bock habt auf einen fetten Rabatt bei RTL Plus, bleibt dran bei diesem Video. Dann erfahrt ihr mehr dazu. Und ich würde sagen, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr die Folge so fandet. Und dann springen wir rein. Let's go. Oder weil ihr mit 50.000 Euro rausgehen wollt. Das ist auf jeden Fall schön. Gut an. Du denkst wirklich, ich bin vergeben? 1 Million % Falls du neuer bist, mein Name ist Nico, ich bin 40 Jahre alt, mache hier viel zum Thema Reality-TV, Essays, Meinungsvideos und vieles, vieles mehr. Schau dich immer ruhig um, lass ein Abo da, würde mich wahnsinnig freuen. Wenn du mehr von mir erfahren willst, guck halt mal auf Instagram vorbei, Nico Abrell, da gibt's mehr. Gerade zum Thema Fitness, Lifestyle, Ernährung und sowas. Ich würde sagen, wir springen rein, oder? Die Spiele haben begonnen. Sag mir doch, was ich gesagt habe. Ich bin nicht vergeben, Bruder. Du stellst dich einfach auf dumm. Es wirkt für mich bestellt. Ich warte jetzt halt auf einen Grund. Und dann lasse ich die Bombe zünden. Wir fangen an damit, dass Manuel was Besonderes machen möchte mit Antonia. Mein erster Gedanke war, wer ist Manuel? Ist dir kalt? Nee, alles gut. Also ich hab den irgendwie noch gar nicht auf dem Schirm gehabt bisher. Bisher ist er mir irgendwie durchgeflutscht. Not the good kind. Alles gut. Ich kann eine Decke organisieren. Dann holen wir kurz eine. Ja, okay. Sag ich auch nicht nein. Ja, das Besondere war scheinbar einfach, dass er ihr eine Decke organisiert. Das ist so the bare minimum effort, das er da so aufgebracht hat, weiß ich jetzt nicht, ehrlich gesagt. Ja, viele Ansprüche habe ich eigentlich nicht. Entweder ist er krass vergeben oder zufrieden im Leben. Der Mann soll das Geld verdienen, am besten, und die Frau soll dann zu Hause, ja, hört sich dumm an, aber den Haushalt schmeißen. Weiß ich jetzt nicht, das ist nicht so mein Idealbild. Also Manuel lebt scheinbar in 1950, das ist nicht so mein Beuteschema. Also da gibt es eine klare Rollenverteilung. Aber am Abend mal zusammen kochen, bin ich auch gerne dabei. Ich finde, so ein Partner, eine Partnerin, die beide auf equally Augenhöhe sind und beide Geld verdienen oder beide gleich im Leben stehen, schon hot. Ja, Punkt. Oh, Scheiße. Ich finde, die Stimmung bei den Männern ist allgemein sehr angespannt, sehr gereizt. Gerade weil wir letzten Abend dieses Drama hatten, dass scheinbar Julian ein falsches Spiel spielt, bei Antonia schöne Augen macht und bei Antonia aber auch parallel lästert über die anderen Männer in der Villa. Ich finde, es war jetzt nicht wirklich lästern, was er gemacht hat. Es war einfach ein sich selbst hervorheben im Vergleich zu den anderen. Aber er hat ja keine Namen genannt und gesagt, die sind scheiße, ich bin toll. Das hat er ja nicht gemacht. Das sind ja alles nur Spekulationen. Und das eskaliert jetzt ein bisschen in der Villa bei den Männern. Aber ich habe euch da drüben reden gehört. Über was? Was du gesagt hast, habe ich da drüben gehört. Was habe ich gesagt? Meinst du denn? Ja, du weißt ganz genau, was ich meine. Schau, du stellst dich einfach auf dumm. Ich denke über Julian, dass er Hinterrück spielt. Ich finde diese Anschuldigung ein bisschen lost, auch ein bisschen lächerlich, weil es gibt keine Also ich habe das Gefühl, sie wollen ihn anschuldigen oder gerade Okan, aber es gibt keine Anschuldigungen, also es gibt keine Beweise dafür. Sag mir doch, was ich gesagt habe, bitte. Ich weiß nicht, was du gesagt hast. Ich war ja nicht dabei. Los, Leute. Also eigentlich weiß er gar nicht, was er sagen soll. Er will ihn halt einfach nur konfrontieren mit irgendwas, was ihm gerade nicht gepasst hat irgendwie. Ich frage dich gerade eine Frage. Antworte ja, nur auf diese eine klar, Frage. Mach ich gerne. Ja? Hast du über jemanden gesprochen, der gerade nicht bei dir dabei war? Nein. Ich habe einen absolut schwarzen Humor. Alles Quatsch, drum, aber nicht. Quatsch nicht drumherum. Quatsch das mache ich ja gar nicht. Wir sind ja gerade face to face. Ich möchte mich nur erklären, aber ich kühle mich hier ein bisschen drunter. Ja, ja, mach. Ja, lenk schon ab. Sehr brav. Okay. Ja, hey, warum machen wir das jetzt gerade? Warum? Vielleicht ist einfach auch die Sonne in Griechenland. Es ist der dritte Tag, whatever. Wahrscheinlich schon für die Tag 7 oder so. Alle sind gereizt, es passiert nicht viel. You know, bisschen Dampf ablassen. Dass Leute hinterrücks, egal ob bei unserer Frau oder unter uns Männern, dass du über jemanden redest, der gerade nicht bei dir im Raum war und der das gerade nicht hört. Ich habe dieses Gefühl. Das fühlst du bei mir? Bei dir. Direkt, genau ich, bei dir. Ich akzeptiere das gerne, aber ich kann dir wirklich nur sagen, dass das nicht der Fall ist. Ich fand es schade dann, dass ich dann mit so einem Angriff, da so konfrontiert worden bin. Wie gesagt, Okan ist ja gereizt. Julian weicht aus. Verstehe ich voll. Ich glaube, darauf einzusteigen auf einer Diskussion, die keine Grundlage hat, wäre ein bisschen
sinnlos gewesen einfach. Ganz kurz, ganz ehrlich, ich finde das gut, dass Okan das angesprochen hat. Weil Okan hat das Gefühl und fährt das Ding. Ja, das ist okay, deswegen. Und du hast deine Antwort. Deswegen, ist ja gut, dass wir mal weggeräumt haben. Ist ja alles okay. Es gab halt keine Argumente, also ich konnte ihm auch gar nicht folgen, ehrlich gesagt. Ich wusste, dass er auf ihn sauer scheinbar ist, weil er von irgendwem gehört hat, dass Julian scheinbar irgendwie gelästert hat über irgendwas, was er gar nicht weiß. Das verstehe ich schon, dass es ihn ein bisschen trifft, aber es gibt halt auch keine Argumente. Morgen krieg ich Einzeldate, ich hab Gefühl. Meinst du? Boah, ich hoffe es so sehr. Morgen krieg ich Einzeldate, ich hab Gefühl. Ich hab Gefühl. Ich hab Gefühl. Ganz ehrlich, weißt du, was die einzige Möglichkeit ist, um das zu beweisen? Ja. Wenn du auf Full auf Angriff gehst. Oh, meinst du, Kuss muss oder was? Sie muss schon merken, dass sie körperliche Anziehung von dir spürt. Mhm. Und dass sie auch körperliche Anziehung spürt. Meiner Meinung nach. Mhm. Bisschen Kuschelmuschel. Ja, Okan gibt erstmal Dating-Tipps, aka bisschen Kuschelmuschel machen, dann wird er schon. Ich finde das funny, weil, also, hatte Okan bisher überhaupt irgendeine Berührung mit Antonia? Ich überlege gerade, ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Aber es heißt ja auch nichts, ehrlich gesagt. Aber ich finde das funny, wie sich die Boys so gegenseitig so Tipps geben, wie sie am besten an Antonia rankommen. Ha! Oh, ich wäre in dieser Villa so lost, ich bin ehrlich. Gute Nacht. Das war so der Tag, bevor die Folge überhaupt startet. Jetzt springen wir mal zum nächsten Tag rüber. Mich interessiert diese scheiß Kohle nicht, so was. Weil Geld ist Papier. Safe. Punkt. Ja? Kein Mensch auf dieser Erde kann mir erzählen, dass man in eine Dating-Show geht, in der man 24/7 Kameraüberwachung hat und vielleicht eine Frau findet, in die man sich vielleicht verliebt, aber wir alle wissen, dass das nicht reicht für eine Beziehung, wie sich alles bisher bewiesen hat. Es kann mir keiner erzählen, dass man nur in diese Show reingeht, um die wahre Liebe kennenzulernen und nicht für das Geld. Ich will Marcel sehen, wenn er am Schluss dasteht und die Produktion sagt, ja sorry Marcel, du hast gesagt, Geld juckt dich nicht, also geben wir dir auch kein Geld. Ich möchte Marcel sehen, wie er dann ganz cool sagt, ja okay, ist voll in Ordnung. Aber wenn du so mit der passenden Frau wirklich rausgehen kannst, ja, das ist schon gut. Dann kommt Antonia dazu, sie ist aufgewacht, kommt zu den Männern und Marcel wendet gleich Okans Kuschel-Muschel-Taktik an und stößt vor. Aber dann, als ich geschlafen habe, Jungs, ihr seid einfach zu langsam. Ja. Es ging wieder darum, dass irgendwie schlafen, dass die Männer nicht so gut schlafen, Antonia schon. Und Antonia kann sich das nicht vorstellen. Wir einfach mal bei den Männern Probe liegen, wie die so in der Nacht liegen. Das hat Marcel genutzt und führt jetzt Marcel in sein Bett, damit die beiden zusammen Probe liegen können, wie es denn später wäre bei denen in der Zukunft. 2 Meter Bett braucht oder ob ich mir das Geld sparen kann und nur ein 90er. Du kannst dich ja einkuscheln. So wie ich dann einschlafe. Die ganze Nacht so? Oder dann drehst du dich weg, dann nehme ich dich so in den Arm. Er lädt sich auch quasi irgendwie selbst ein zu einem Übernachtungsdate. Finde ich auch lustig. Aber ja, man muss irgendwie zeigen, dass man sie mag. So, hey. Ich glaube, ich brauche für nächste Nacht einen Mann. Dann kann ich vielleicht auch endlich mal durchschlafen bei mir. Oder also, besser einschlafen. Also, ich würde gerne den Schlüssel annehmen, sag ich dir so, wie es ist. Er sagt, was ich eigentlich ganz schön finde, dass seine Prio Nummer 1 nicht ist, mit Antonia ins Bett zu gehen und mit ihr zu schlafen. Denn das zeigt er irgendwie auch, dass er also entweder krass Interesse an ihr hat, also im Sinne von nicht sofort das eine, oder aber vergeben ist. Aber das glaube ich irgendwie nicht, ehrlich gesagt. Aber ich setze mir das jetzt wirklich nicht auf die Stirn und sag hier, ich möchte jetzt mit dir hier so schlafen oder so. Wenn es wirklich passiert, dann passiert es. Wenn beide dafür bereit sind, so. Mhm. Aber ich setze mir das jetzt wirklich nicht auf die Liste Nummer 1 und sage, okay, ich möchte mit Antonia in dieser Show schlafen. Und ich kann Tonis Reaktion darauf nicht so ganz einschätzen. Was geht in ihrem Gesicht ab? Und was passiert in ihrem Kopf gerade, frage ich mich. Ist sie geschmeichelt? Ist sie abgeschreckt? Ist sie enttäuscht, dass er nicht mit ihr schlafen möchte? Was ging da vor sich? Na gut, Hase, komm, lass uns mal nach oben gehen. Wir werden es nicht erfahren. Aber was wir erfahren werden, ist eine kleine Einschätzung in der vergebenen Villa. Xander ist schon ihr Typ. Der sieht in echt besser aus. Ja. Der Xander ist schon jemand, glaube ich, der gefällt ihr gut. Das ist so ihr Beuteschema, das ist ihr Typ Mann. Der steht so im Leben, der ist blond. Vielleicht Marcel noch? Vom ersten Eindruck denkt man immer, die am lautesten sind, die haben die größten Chancen, weil die halt einfach auffallen. Da gucken die Vergebenen kurz und bündig, wer bei Toni ganz vorne in den oberen Plätzen mitspielen könnte. Marcel, ja. Glaube ich auch. Aber der wirkte in echt gar nicht so wie auf dem Bild. Der Marcel hat aber dunkle Haare eigentlich, oder? Jetzt ja, blondiert, ja, ja. Ne? Und ich sag's, wie es ist, Dominik ist ein Spirit Animal. Er stellt auch die wichtigen Fragen einfach. Also, ja, er ist im Mut. Ich weiß, warum er dabei ist. Ich glaube, dass Antonia schon so den Fokus auf die Blondies gelegt hat. Dass das die sind, die bei ihr gut punkten können. Ist einfach lustig. Ich weiß auch nicht. Er ist so, sagt alles so trocken, mit so trockenem Humor. Alles, was er sagt, finde ich unterhaltsam. Ich bin ehrlich. Er war nicht groß in echt. Also, und ich glaube, sie mag groß.
Die mag große Männer, das hat sie auch in einem der Clips geäußert, dass sie das richtig geil findet. Dennis hat Druck in der Hose, was dazu führt, dass er Antonias Hintern lobpreist. Ich finde, ich habe das sehr schön ausgedrückt, oder? Antonia, dein Hintern sieht voll sexy aus. Er sagt nur das, was wir alle denken. Dafür einen Daumen nach oben da lassen, bitte. Oh Mann. Ja, ja, Hauptsache mal was zackt, ne? Nach dieser Lobpreisung kommt die Moderatorin in die Villa rein, schnappt sich die gute Antonia und die beiden machen so ein kleines Resümee, wer gerade eventuell toll im Kurs ist, wer wackelt und so weiter und so fort, wer Wackelkandidaten sind, die auch dann festgestellt werden. Langsam muss mal was passieren jetzt hier, ehrlich gesagt. Also ich weiß noch, als wir das letzte Mal hier standen, da hast du mir genau diese drei Jungs hier genannt als deine Favoriten. Ja. Jetzt frage ich nach den drei Wackelkandidaten. Die Moderatorin macht das dann auf Bad Cop, damit Antonia nicht die Böse sein muss. Verkündet den Männern, wer denn heute wackelt. Sie macht die Heidi Klum quasi und sagt, du wackelst. Ich habe manchmal das Gefühl, ein paar von euch verhalten sich, als wären sie vergeben, obwohl sie es gar nicht sind. Damit macht ihr es den vergebenen Männern ja viel leichter. Wackeln müssen heute Manuel, Okan und Marcel. Jo. Jo? Hat sie sich falsch entschieden, würde ich sagen. Ich glaube, die Redaktion hat gemerkt, dass es ein bisschen langweilig gerade ist und sie mir ein bisschen Gas geben müssen, indem sie einfach Leute wackeln lassen, damit die wiederum nach vorne gehen und Antonia ein bisschen umgarnen. Sagt man umgarnen? Das ist nicht geil. Aber ich habe mir das schon so halber gedacht, weil ja, die Gespräche waren noch nicht so intensiv. Wie findet ihr es denn bisher, die Staffel eigentlich? Also ich höre immer gemischte Stimmen, ehrlich gesagt. Ich finde, Antonia macht das sehr gut. Ich finde es gut, dass sie so ein bisschen vorsichtiger ist, auf jeden Fall. Ich finde nur, sie müssen mal ein bisschen jetzt Action zeigen. Vielleicht habe ich noch die Möglichkeit, ihr ein bisschen mehr von mir preiszugeben. Das war aber letztes Jahr auch so das Gefühl. Es wurde letztes Jahr auch erst gegen 4-5, wurde es erst richtig spannend, als dann Max Bormann reinkam. Ich bin ein kleiner Fan, wie er vielleicht mehr, also von der Show, also nicht von ihm, aber er war gut für die Show. Ich bin gespannt, wann dieser Max Bormann-Moment heute oder allgemein einsetzen wird. Bisher war es noch nicht der Fall. Ja, das trifft mich schon, ja. In der vergebenen Villa. Ich glaube, da ging es richtig ab, ehrlich gesagt. Ich glaube, das war so eine richtige Gossip-Ecke, weil auch keiner rausrucken möchte, wer mit wem zusammen sein könnte oder zusammen ist, so. Da werden die wildesten Spekulationen angestiftet, ne? Wer mit wem zusammen sein könnte und wer nicht. Und sowieso. Ist er vielleicht dein Freund? Ich glaube nicht, dass der vergeben ist. Ist er dein Freund? Geh mal rein jetzt. Nee. Ist er nicht. Also Marcel könnte zu Dominik passen. Ja. Ich würde halt auch gerne wissen, wer hier der Schwule ist in der Villa. Ich bin ehrlich. Ich rätsel auch schon die ganze Zeit rum. Aber ich habe so einen schlechten Gaydar. Kann das bei keinem. Also wenn Leute nicht. Also wenn Leute in einem Club in die Höhe halt mit ihrem Signal schildern, ich bin schwul, sprech mich an, dann check ich das nicht. Das ist furchtbar. Er steht nicht auf Frauen. Er macht sich so extremen Druck, wie er mit ihr umgehen soll, weil er nicht auf sie steht. Ja. Er versucht alles so richtig genau wie möglich zu machen. Aber kann es eigentlich nicht. Aber kann es eigentlich gar nicht, ja, weil er vergeben nicht auf Frauen ist steht. In der Tonia-Villa gibt es so ein kleines Marcel-Gespräch. Ich glaube, Marcel ist schon bei Antonia hoch im Kurs. Beziehungsweise glaube ich schon, dass Marcel so einer derjenigen ist, der am meisten um sie kämpft. Im Sinne von auf sie zugeht. Deswegen verstehe ich auch gar nicht, warum er wackelt. Ich glaube, er wackelt, weil sich Antonia einfach gar nicht sicher ist und denkt, er ist vergeben. Ich glaube es ehrlich gesagt gar nicht. Denkst wirklich, ich bin vergeben? 1 Million % Ich finde, was man so, was sie ja nicht weiß, was man so in den Interviews sieht, in diesen Zwischeninterviews, wirkt er wahnsinnig Single. Wahnsinnig Single. Und wenn er sagt, ich bekomme Einzelheit, ich habe Gefühl, dann glaube ich, dass er Single ist. Aber warum denkst du das? Wir können ja wirklich offen und ehrlich sprechen. Weil du einfach wirklich sehr offensiv bist. Es wirkt für mich einfach so ein bisschen bei dir leider einfach so ein bisschen gestellt. Antonia ist sehr misstrauisch, was ich vollkommen verstehen kann, denn listen, würde ich in so einer Show mitmachen, meine Trust-Issues wären durch die Decke. Ich könnte nie wieder irgendeinem Menschen vertrauen in meinem Leben. Deswegen Props to her, I guess. Sie wollte ja auch aktiv, aber Props to her, dass sie das macht. Nach so einer Vergangenheit auch. I could never. Ja, jetzt geht's wirklich los, das Spiel. Die Gedanken, die hören nicht mehr auf, in meinem Kopf zu kreisen. Ja, dann kommen wir zum Cringe-Moment der Folge. Es gibt ein kleines Minispiel namens Liebesdrill. Es wird auf jeden Fall gedrillt. Ja, ich will es gar nicht erklären. Ich will es gar nicht erklären. Hier mal kurz die Erklärung. Zuerst müssen mit intensiven Beckenbewegungen Luftballons aufgepumpt werden. Der Rest ist eigentlich egal, wird aber witzig. Weiß ich jetzt nicht. Also so ein Kissenbumsen heißt jetzt nicht automatisch für mich, dass die Person Bock hat, mich zu sehen, ehrlich gesagt. Das ist ja auch fucking heiß da. Ich würde mich halt einfach weigern, das zu machen. Wird dann vielleicht aus der Show rausfliegen, I don't know, aber ich würde mich ja wirklich weigern. Jetzt ist Kissen hier bumsen, oder wie? Nee, musst du nicht. Kannst auch einfach stehen bleiben. Echt? Ich bin gespannt, wer alles gibt. Sie hocken da einfach am Boden,
ballern ihre Glieder gegen ein Kissen auf einer Pumpe, um diesen Ballon aufzupumpen, damit er platzt. Und wer zuerst geplatzt wird, hat gewonnen. Alle wie die Kanickel, ey, Junge. Weihnachtsfertig gleich, ja! Es sah schon lustig aus, aber ich habe mich mehr fremdgeschrieben, als dass ich gelacht habe. Oh mein Gott. Stell mir mal vor, ich bin Antonia. Wenn ich sehen würde, wie sie so 10 Kerl auf den Boden begeben und für mich einen Ballon bumsen im Endeffekt, ich würde halt einfach den wählen, der es nicht macht. Dann weiß ich, okay, der hat Würde. Wisst ihr, was ich meine? Beim Bumsen hatte ich noch nie negative Erfahrungen gemacht. Ja, 4 haben gewonnen und die 4 machen jetzt... Ich weiß nicht, was sie machen, ehrlich gesagt. Ich kann es dir nicht erklären. Oh. Meine Finger sind da an Stellen gekommen, wo sie vielleicht nicht so oft in letzter Zeit waren. Ich fand, das war so unangenehm, es anzugucken. So unangenehm. Wer denkt sich das aus? Oh, fuck. Content. Ja, ich komme jetzt schon. Ich finde es halt auch einfach gar nicht hot. Also so, findet ihr das hot, mal ganz ehrlich? Also, Antonia kniet da so, macht so und wartet, bis die Gurken ihr entgegenkommen. Mama, was ist hier los? Nico, der gibt alles. Hä? Das ist schon nicht okay, finde ich. Also, das fand ich nicht okay, das Spiel. Ich bin nicht gewohnt mit so einer kleinen Gurke. Ich würde mal sagen, das ist eindeutig. Und ich bin wirklich keine verklemmte Maus. Ich bin sehr offen. Es wird ja auch ausgestrahlt, ne? Ich fand es auch einfach nicht lustig. Okay. Xander und Nico haben das Ganze am besten gemacht. Sie haben ihre Gurke Antonia am besten ins Gesicht gehalten. Und es kommt zum letzten Minispiel. Sie müssen quasi, weiß ich nicht, sie müssen mit Antonia zusammen Ballons, Wasserballons, aneinander reiben und platzen lassen und dann einen Kanister füllen. Und die Person, die am meisten mit Antonia den Kanister gefüllt hat, hat gewonnen, bekommt ein Einzeldate. Und man hat eine schöne Aussicht hier. Das fand ich wiederum am hottesten von allem. Das verstehe ich. Das finde ich hot. Ich meine, er ist ein großer Mann, macht was her. Ich guck da nur so, hi. Wie so ein kleines Mädchen hoch. Ich verstehe wirklich nicht, also jetzt als Mann gesprochen, ja, als Cis-Mann, wenn ich hetero wäre. Seit 5, 6, 7 Tagen mit diesen allen Männern in einer Villa bin und nicht mich erleichtern kann. Und dann eine Frau vor mir steht, die ich scheinbar hot finde und sich gegen mich schreibt und mich so ein bisschen anbumst, damit diese Ballons platzen. Wie kann man da so viel Beherrschung haben, damit sich da nichts regt in der Hose? Das habe ich mich die ganze Zeit gefragt, ehrlich gesagt. Nicht das Spiel, das war ein Spiel. Wie haben sie das gemacht? Also würde ich es interviewen? Wäre das meine erste Frage. Ach du Kacke. Nikos Eimer war am vollsten, er hat am meisten Wasser gelassen in diesen Eimer und hat ein Einzeldate bekommen. Glückwunsch, I guess. Obwohl es knapp war, aber ja, durchgesetzt. Ja, erst hatten sie so ein komisches Date mit Yogamatten und wollten sich stretchen. Da hat man wieder gemerkt, das Budget war da für diese Staffel. Ein bisschen stretchen nochmal nach dem intensiven Spiel, das du gerade abgeliefert hast. Dann haben sie aber auf so einem Stapel so ein Toy gefunden, ein Toy der Begierde. Ach, schön. Was ist das? Oha, was hast du denn mit mir vor heute? Das geht aber schnell. Und Antonias Augen haben so ein bisschen geleuchtet und beide waren so, wollen wir in die Wanne gehen? Ich glaube auch Antonia. War ein bisschen horny an dem Tag, durchaus. Du schießt da schon die ganze Zeit ja. Drüber, ne? Das Ding ist halt, die Badewanne ist nicht da, wo sie sind. Die Badewanne ist in der Villa der Jungs. Und sie mussten jetzt quasi aus diesem Einzeldate-Szenario den Walk of Shame antreten. An allen Männern aus der Villa vorbeigehen, ins Obergeschoss in diese Wanne. Sie mussten also an allen vorbeigehen und denen allen signalisieren, hey, wir gehen mit diesem Toy jetzt in die Badewanne. Wir spielen aber nur Daumencatchen, trust me. Wir haben auch ein Date. Wo denn? Wir gehen jetzt baden. Echt? Das hat mich auch sehr an Max Baumann erinnert, if you know, you know. Scheinbar hat sich aber nichts in dieser Wanne geregt. Die Körpernähe fühlt sich auf jeden Fall gut an mit dir. War aber auch schon einmal eine kurze Badewanne-Action, denn Antonia schwitzt sehr schnell in dieser Wanne und sagt, ich muss hier raus. Ich will wirklich nicht unhöflich sein, aber ich löse mich wirklich langsam auf. Was ich vollkommen verstehen kann, wer geht denn auch in Griechenland bei 30 Grad im Schatten in eine heiße Badewanne? Mir würde nichts ferner liegen. Nichts. Aber es hat mir sehr gut getan, mit Nico weiterzukommen. Da bin ich jetzt auch erstmal auf einem guten Stand. Es hat sich gut angefühlt. Für mich war das perfekt. Aber ein Kuss ist noch drin, oder? To be honest, Nico ist nicht so mein Typ. Kann auch einfach am Namen liegen. Das finde ich komisch. Aber den Kuss fand ich wirklich wahnsinnig süß. Antonia, wie fandest du es denn? Ja,
die Spiele haben begonnen. Das war so der Tag zusammengefasst. Wir hatten ein Drama, wir hatten ein wahnsinnig eloquentes Gruppenspiel und dann ein wirklich süß, ich fand es wirklich süß. Ich finde, da hat man schon gemerkt, die Chemie war ein bisschen da. Ein wirklich süßes Einzeldate. Und jetzt kommen wir zum ersten Showdown dieser Staffel. Moderatorin war heute auch echt ein Spirit Animal, ich bin ehrlich. Dennis, hast du zu Hause auch die Schuhe auf dem Tisch oder was? Sorry. Liebe Antonia, ja. Liebe Männer, willkommen zum ersten Showdown hier bei Mekla Fekla. Mir macht das immer eine große Freude. Ehrlich? Ja, ich weiß aber, dass eine Person hier heute vielleicht nicht so ganz so viel Spaß daran haben wird. Mir würde es auch Spaß machen, wenn ich nicht die Person wäre. Honestly, in so einer Moderatorenrolle sehe ich mich voll. So das Drama von außen betrachten voll, aber selbst nicht verletzt werden. Listen, wenn ihr da Kontakte habt, schreibt mir, ich mache euch die Moderation. Denn ein Mann wird heute Abend die Villa verlassen. Ein Mann muss die Villa verlassen heute und honestly, ich fand es super wenig. Ich dachte wirklich, in Folge 3 fliegen ein paar Männer mehr raus. Wir mussten jetzt lange warten auf diesen Showdown. Ich bin ganz ehrlich, ich dachte eigentlich, jede Folge fliegt einer raus, aber hey. Die Stimmung ist angespannt und die Moderatorin bohrt noch ein bisschen nach bei den Männern. Die weiß schon, was sie macht für ihren Job, ne? Nico, ich finde, du punktest hier richtig mit deiner Charmoffensive. Wie reagiert deine Freundin wohl darauf, wenn sie es sieht? Ich habe keine Freundin. Naja, anyways, Okan, Marcel und Manuel treten vor. Antonia, jetzt ist es an dir. In der Villa bleiben Okan. Dankeschön. Bitte. Und Marcel. Dankeschön. Bitte. Und Manuel muss gehen. Honestly, absolut gar nicht überraschend. Manuel, hinter dieser Tür befindet sich der Spiegelgang. Also ich habe ja noch gesagt am Anfang, wer ist das? Ich dachte, er ist ein neuer Kandidat, weil ich ihn nie gesehen habe. Das war jetzt nicht so überraschend, ehrlich gesagt, dass er gehen muss. Jetzt kommen wir zum Clou der ganzen Sache, warum es Make Love, Fake Love heißt. Bevor er jetzt geht, geht gleich eine Tür auf. Und wenn aus dieser Tür keine Freundin von ihm rauskommt, dann war er Single. Wenn aber gleich eine Frau mit reinkommt, dann heißt das, dass es seine Freundin. Er war vergeben oder ist vergeben und hat Antonia was vorgespielt. Für das Geld. Das erfahren wir halt erst nächste Woche in der nächsten Folge. Ich bin genauso sauer wie ihr, ich bin ehrlich, ich war richtig pissed. Nächste Woche. Wie kann man 3 Folgen lang den Showdown rauszögern und dann nicht in Folge 3 den Showdown auflösen? Sag's mir. Wir werden es nächste Folge erfahren, hoffentlich nicht am Ende der Folge. Ich bin ehrlich. Da schafft es schon wirklich, mir den Kopf zu verdrehen. Und ich werde auch immer richtig verlegen bei dem. Die Vorschau für nächste Woche ist Drama, Drama, Drama. Ich habe das Spiel echt unterschätzt. Ich habe mir Gedanken gemacht, ob ich heute fliege. Es ist wirklich so ein Gefühlschaos. Schon aus, du verschießen bei jedem. Das ist härter, als man denkt. Und Leute, bevor ihr jetzt geht, ich habe noch einen coolen Call für euch. Mit Nico50 spart ihr fett bei RTL Plus. Das Ganze könnt ihr nur mit dem Link in der Beschreibung einlösen. Guckt da gerne vorbei, dann erfahrt ihr mehr zu diesem Code um den Link halt logischerweise. Guckt da gerne vorbei, spart fett bei RTL, denn die Staffel geht noch ein bisschen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr die Folge so fandet. Ich finde, man merkt, jetzt geht's langsam los. Wir haben auch echt lange warten müssen, ehrlich gesagt. Dann würde ich sagen, bis nächste Woche. Haut rein und ciao.